Bildung, das wissen Sie, ist unser Pass für die Zukunft. Bildung ist der Ressourcenspender für unser ganzes selbstbestimmtes Leben, wenn wir es denn selbstbestimmt führen wollen. Die Verbindung von Sozialpolitik, Wohlstandssicherungspolitik und Bildungspolitik ist ganz schön schwierig in Deutschland, weil wir traditionelle Verankerungen in das Bildungssystem, in das Familiensystem hineingetan haben, die uns blockieren. Wir geben traditionell der Familie in Deutschland ein sehr hohes Gewicht. Und deswegen hat es lange gedauert, bis bei uns neben die Familie auch Einrichtungen gekommen sind, Kitas, Krippen, ein vorschulischer Sektor sich entwickelt hat und auch der Ganztagsbetrieb ausgebaut wurde. Hat sehr lange gedauert. Geredet wird von Bildung als einem Set von Kompetenzen, Wissen, Know-how, Lernfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und einer bestimmten Anzahl von Credit Points und Schulabschlüssen. Bildung als die Fähigkeit, die Chinesen zu schlagen. Was zu kurz kommt, ist das, was einen gebildeten Menschen wirklich ausmacht. Und das ist mehr als Ausbildung. Das ist nämlich auch sowas wie Anstand, Herzensbildung, Empathiefähigkeit, Charakter. Diese wirtschaftliche Fähigkeit, die Qualifikationsfähigkeit, die wollen wir doch jetzt auch nicht aus Bildung herausoperieren und sagen, wenn das wirtschaftlich relevant ist, dann ist das was Böses. Die beste Bildung ist die, die zu einer starken Persönlichkeit führt. Und wenn die starke Persönlichkeit dann in die Wirtschaft geht, dann hat die Wirtschaft auch am meisten davon. Also irgendwie löst sich das Ganze am Ende auf. Wir leben ja immer noch in einem Land, wo man den Eltern alles überlässt und sagt, ja, die Familie muss das leisten, punktum. Und wenn sie es nicht leisten, dann haben die Kinder Pech gehabt. Insofern haben Lehrer eben heutzutage viel mehr und viel schwierigere Aufgaben als früher, weil sie einfach mit Kindern konfrontiert sind, die das eben gar nicht mehr erleben zu Hause, die teilweise ohne Frühstück in die Schule kommen. Die Lehrer selber und die Lehrerinnen vor allem, es gibt ja fast nur noch Frauen in dem Beruf, damit auch völlig überfordert sind, weil sie das gar nicht leisten können. Solche Veranstaltungen tragen einfach dazu bei, Demokraten, mündige Bürger mit heranzuziehen. Deswegen sind sie so wichtig, weil nur die Diskussion und in der Öffentlichkeit und das Reflektieren über unsere Gegenwart verbessert sie. Das sind wirklich auf den Punkt gebrachte Diskussionen und ich denke, die brauchen wir, die tragen in die öffentliche Diskussion dann genau die entscheidenden Punkte, um die es bei der Weiterentwicklung des Bildungssystems geht.